Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute widmen wir uns einem Yankee Candle Tag, den ich bei der lieben Paddy gesehen habe und auch von ihr getaggt wurde. Ihr findet ihr Video unten natürlich in der Infobox und ja, sie war so lieb, mich zu taggen und als großer Yankee Candle Fan dachte ich natürlich, ich komme dieser Aufforderung gerne nach und ich denke, wir starten. Es sind 19 Fragen und ja, wir beginnen einfach mal. Seit wann kennst du Yankee Candle? Und ja, bei dieser Frage musste ich tatsächlich ein bisschen länger überlegen und habe dann auch überlegt, wo habe ich denn das erste Mal eigentlich gesehen? Und ich weiß, dass mir damals eine liebe Freundin aus den USA Yankee Candle mitgebracht hat. Das müsste so 2009, 2010 gewesen sein. Und ich das super spannend fand, dass man eben ja kein Duftöl in die Duftlampe gibt, was ja mit Wasser immer war, weil bei mir auch schon immer Katzen gelebt haben und die Katzen wiederum das Wasser super spannend fanden und dann natürlich mit dem Öl und naja, könnt ihr euch vorstellen. Und ja, auch Duftkerzen bei mir immer, ja, Kerzen, also ich weiß nicht, meine Katzen lieben Kerzen nicht. Und ja, sie hatte dann diese Tarts eben mitgebracht und ja, hat da total von geschwärmt und hat mir dann eben auch irgendwie 5 Düfte mitgebracht und ich fand das faszinierend, dass man ja eben ja 5 Kerzen, also 5 Tarts hatte, die man so gebrochen hat und dann in die Duftlampe gegeben hat. Und dann weiß ich, dass auf YouTube irgendwann es Videos gab, dass es Yankee Candle ja jetzt im Grunde auch in Deutschland zu kaufen gibt und wo sie zu finden sind. Das habe ich, denke ich, auch so um die Zeit entdeckt. Und ich glaube, so richtig bewusst das erste Video habe ich 2011 gesehen. Ich habe nochmal recherchiert, denn ich weiß auch genau, bei wem ich es gesehen habe. Und das war 2011. Und seitdem bin ich sozusagen im Yankee Candle Fieber und habe so, ja, 3-4 Bestellungen im Jahr und habe auch immer in Hof und in der Umgebung geguckt, wo es eben Yankee Candles gibt. Und das ja, ist hier leider tatsächlich ein bisschen rar. Aber überall, wo es einen Shop gibt und ich das entdeckt habe, da bin ich dann im Grunde auch reingestürzt. Und ja, habe mich dann zum Beispiel jetzt auch dieses Jahr in Berlin super gefreut. Wirklich ein ganz, ganz toller Shop, den wir da entdeckt haben. Und ja, es lässt sich einfach schöner kaufen, wenn man geschnuppert hat. Eine zweite Frage, durch wen oder was bist du auf Yankee Candle aufmerksam geworden? Also vornehmlich natürlich durch meine liebe Freundin, aber auf YouTube dann tatsächlich durch Basti, den Wohnprinz, den ich damals super gerne geguckt habe, der ganz viele tolle Deko-Tipps hatte und auch immer die neuen Kollektionen vorgestellt hat. Ich weiß gar nicht, ob er das heute noch macht. Und das war natürlich immer so ein Highlight, wenn man wusste, jetzt kommen neue Düfte und dann kam ein Video von Basti. Das war natürlich immer, wo man dann sich auch hat anfixen lassen und ja, dann im Grunde gab es kein Halten, wenn dann die neuen Düfte da waren und man hatte schon eine Ahnung, nach was es riecht. Ja, da habe ich eben auch geguckt, aus welchem Jahr das Video war und deswegen auch so dieses 2010, wo ich sage, okay, da ist sein erstes Yankee Candle Video online gegangen, an das ich mich erinnere und das sind tatsächlich schon über 6 Jahre. Echter Wahnsinn, ne? Drittens, bevorzugst du Tarts oder Sampler und warum? Also ich bevorzuge tatsächlich eigentlich grundlegend immer die Tarts, weil ich das einfach super praktisch finde mit den Duftlampen und meine Katzen da eben sehr uninteressiert sind. Und das bei Kerzen zum Beispiel immer so das Problem ist, dass sie dadurch gerne hingehen und der Flamme zugucken und manchmal auch zu nah kommen. Und man kann sich jetzt vorstellen, das will man natürlich vermeiden. Und bei dieser Duftlampe, die kann man eben irgendwo hinstellen. Die Kerze ist nicht so präsent. Wenn man die geschlossene Seite der Duftlampe nach vorne stellt, dann sieht die Katze keine Kerze und oben kann dann eben der Duft heraus duften. Ich hatte schon den ein oder anderen Sampler, ich habe auch aktuell einen Sampler hier und ich ja, teile die jetzt wohl einfach mal. Ich habe die sonst immer abgebrannt, also wie eine echte Kerze sozusagen. Deswegen hatte ich sie eben eher seltener gekauft, aber es gibt jetzt ja ganz viele, die auch erzählen, sie schneiden die einfach und teilen die in 6 Stückchen oder sowas und das werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Bevorzugst du Housewarmer oder Tumbler und warum? Also bis vor kurzem hatte ich noch gar nichts groß von beiden. Aktuell habe ich ja mir die ersten 3 Housewarmer sozusagen gegönnt zu dieser Aktion 3 für 2. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde die Housewarmer schon super, wenn man einen Duft hat, den man liebt und man sich auch sicher ist,
dass man ihn liebt und vielleicht tatsächlich auch schon zwei Tarts oder was aufgebraucht hat und man wirklich sagt, der Duft nervt einen nicht, dann finde ich so einen Housewarmer wirklich sehr gelungen. Man muss halt immer beim Housewarmer auch sagen, gerade beim großen Glas, man muss halt schon sagen, man muss 3 Stunden, 3,5 Stunden plus minus, ne? Zeit haben, um es abzubrennen, damit es wirklich oben schön gleichmäßig auch runterbrennt. Das ist halt so für mich der große Nachteil am Housewarmer, wo ich sage, man muss doch recht lange warten, bis man sie wieder ausmachen kann. Aber wenn man am Wochenende, am Urlaubstag oder an einem langen Feierabend, wo man dann auch zu Hause ist, da wirklich Zeit hat, dann ist das wirklich ein ganz preisgünstig runterreduziertes Produkt sozusagen, wenn man dann eben die Vergleich der Stunde, die Grammzahl nimmt, also zumindest die Vergleich der Stunden, dann ist man beim Housewarmer natürlich günstiger sozusagen dabei, man hat länger was von und gerade bei Lieblingsdüften kann man bei Housewarmern eigentlich nichts verkehrt machen. Fünftens, wenn du dir Gläser kaufst, welche Größe bevorzugst du und warum? Also bisher habe ich mir auch direkt die 3 großen Housewarmer gekauft, einfach weil ich glaube, dass sie vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach am besten sind und man auch am längsten was davon hat. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht kleine Gläser benutzt, um sie zu verschenken, um vielleicht auch mal Freunden sozusagen ja, einen Duft zu präsentieren. Das habe ich auch schon gemacht. In unserer Thalia gab es oder gibt es auch nach wie vor Gläser in verschiedenen Größen, nicht von allen Duftrichtungen, aber das gibt es. Und ich finde, so zum Verschenken ist so ein kleines Glas auf jeden Fall eine schöne Idee, wenn man eben so einen Duft hat, wo man entweder weiß, den mag die beschenkte Person oder man eben sagt, ja, mit einer Duftlampe müsste ich noch eine Duftlampe beipacken. Ich verschenke jetzt meinen Lieblingsduft sozusagen weiter und ja, dementsprechend für mich selbst glaube ich tatsächlich eher die großen Gläser. Für andere als Geschenk, denke ich, eignen sich auf jeden Fall auch die kleinen, um dass die mal ein Gefühl bekommen, nach was es riecht, was es ist und wie sie damit zurechtkommen. Sechstens, welche Duftrichtung magst du am liebsten, am wenigsten? Auswahl ist ja frisch, floral, fruchtig, Essen und Gewürz, also Fruit and Spice oder festiv. Und ich habe tatsächlich sehr viele Essensdüfte. Ich mag es sehr leicht süß, teigig und halt tatsächlich für so schokoladig, vanillig, wenn es nicht zu aufdringlich ist. Ich bin Kokosnuss-Fan. Ich mag sowas wirklich sehr gerne. Ich habe aber auch gesehen, ich habe sehr viel frische Düfte, zum Beispiel Soft Blanket, Clean Cotton, Fluffy Towels, Pink Sands, das sind ja alles eher frische Düfte. Die mag ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Was ich tatsächlich weniger habe, sind Blumendüfte. Da habe ich, glaube ich, nur 2, 3 hier. Und Festive ist ja, sind dann zum Beispiel ja die Weihnachtsdüfte oder die Halloween-Düfte. Ich glaube, die fallen zum Beispiel alle unter Festive. Da habe ich tatsächlich auch ein paar hier. Also so ganz abgrenzend und sagen, ich habe nur das, ist bei mir tatsächlich nicht. Es ist schon eher bunt gemischt. Aber ich würde da tatsächlich die Blumen eher ausgrenzen. Das ist nicht immer so meins. Und wenn es ja zu süß wird, das ist dann auch nicht so ganz meins. Aber ja, sonst eine bunte Mischung. Welchen Duft magst du zurzeit am liebsten und am wenigsten und warum? Also ein aktueller Lieblingsduft neben meinen absoluten Favoriten, die ich immer habe, ist Delicious Guava. Das ist wirklich ein Duft, der mich seit Berlin verfolgt. Das war in Berlin mein Gästezimmerduft, als ich bei der lieben Sandra geschlafen habe. Und ich bin da auch wirklich reingekommen. Es war ein unglaublich toller Duft und habe mir dann auch direkt 2 Tarts gekauft. Und habe, glaube ich, mittlerweile sogar schon einen nachgekauft. Ein absoluter Lieblingsduft geworden, der gefühlt zumindest einmal die Woche auf jeden Fall bei mir brennt. Einfach um ja dieses wunderbare Guave, warme, fruchtige in meine Wohnung zu bringen. Den mag ich unglaublich gerne. Und aktuell am wenigsten Viva Havana. Den hatte ich, glaube ich, jetzt letzte Woche oder vor 2 Wochen an. Das ist ja so ein Duft, ich glaube, aus irgendeiner Sommer-Edition. Ich glaube, sogar aus der gleichen Edition, wie der Guava-Duft ist. Und der hat mir leider warm gar nicht gefallen. Also kalt fand ich ihn noch sehr angenehm. Da hat er so ein bisschen rauchig gerochen und sehr frisch und ein bisschen herb. Warm fand ich, hat man irgendwie das Gefühl gehabt, man ja, hat den Grill irgendwie falsch angeheizt. Ich weiß nicht. Also mir hat er warm leider dann gar nicht gefallen. Es war ein ganz merkwürdiger Duft und es hat wirklich irgendwie verbrannt gerochen. Und Havanna hat definitiv nicht so gerochen, das wüsste ich. Und das ist ein Duft, der mir leider gar nicht gefallen hat. Und ja, da war ich tatsächlich auch mal wieder ein bisschen enttäuscht, weil der wirklich kalt, ja, doch recht gut geduftet hat. Dann aber warm so gar nicht mehr meins war. Aber gut, das steckt man halt nicht drin, ne?
Achtens, zu welcher Jahreszeit brennst du am liebsten Kerzen ab und warum? Also ich brenne gefühlt eigentlich das ganze Jahr Kerzen ab. Ein bisschen andere Düfte natürlich. Die süßen Essensdüfte kommen eher im Herbst-Winter. Das etwas frischere, sommerlichere kommen dann sozusagen im Frühling-Sommer. Ich würde aber sagen, dass ich im Sommer weniger im Grunde die Tarts abbrenne, weil ich im Sommer tatsächlich auch weniger drin bin. Und ich dann auch gerne einfach die frische Luft von draußen in meiner Wohnung habe. Und ich es mag, wenn dann zum Beispiel Rasen gemäht wurde und dieser frische Wiesenduft einfach in der Wohnung dann drin ist. Oder ne, solche lauen Nächte riechen besonders und dann das Fenster auf. Oder so nach einem Gewitter, da riecht die Luft einfach besonders. Und das finde ich im Sommer ist dann wirklich der echte Duft einfach die bessere Variante. Und ich zünde daher, denke ich, tatsächlich im Sommer eher weniger einen Duft an. Schon auch, gerade fürs Bad finde ich das immer toll. Oder für die Küche, da brennt gefühlt eigentlich immer mal ein Duft. Aber im Wohnraum genieße ich dann tatsächlich eher die echten Düfte von draußen im Sommer. Nenne deine drei absoluten Lieblingsdüfte von Yankee Candle. Also ich muss tatsächlich sagen, drei Düfte finde ich fast ein bisschen wenig. Aber ich bemühe mich. Also ich liebe tatsächlich sehr und schon lange Black Coconut. Das ist ein Duft, den ich unglaublich mag, der mich auch schon 4-5 Jahre, keine Ahnung, in etwa, ich glaube ziemlich auch einer der ersten Favoriten, die ich hatte, neben dem zweiten, den ich einfach toll finde. Der ist nicht zu extremst kokosnusssüß, sondern so ein bisschen herber und der riecht einfach unglaublich gut, finde ich, und der passt in jedes Zimmer. Dann liebe ich auch Soft Blanket. Das ist tatsächlich, glaube ich, einer der Düfte, die ich am häufigsten gekauft habe, die am häufigsten brennen bei mir und die gefühlt auch mindestens einmal die Woche, wenn nicht sogar zweimal die Woche, bei mir brennen, den ich einfach über alles liebe und den ich teilweise auch in meinen Zweitduftlampen habe und unterschiedlich in der Wohnung stehen habe, damit wirklich dieser Duft komplett die Wohnung einnebelt sozusagen, und den liebe ich sehr. Und jetzt muss ich mich auch noch zu einem dritten entscheiden und das wird tatsächlich doch ziemlich schwer. Ich glaube tatsächlich, so von der Anzahl der nachgekauften Düfte müsste es dann tatsächlich Pink Sands wahrscheinlich sein, den ich am häufigsten nachgekauft habe, was wohl auch daran liegt, dass er eben bei uns in der Thalia und so immer vorrätig ist und man dann einfach natürlich zu diesem bekannten Duft immer wieder greift. Aber den mag ich tatsächlich auch. Das ist ja auch so ein frischer Duft und man kann sich jetzt fragen, wie riecht Pinker Sand? Das ist aber für mich wirklich so ein Duft, der nach Abend riecht. Also abendfrisch, ich kann das gar nicht sagen, der mich entspannt, trotzdem frisch ist und den ich sehr mag und der auch immer wieder bei mir angebrannt wird und den ich immer wieder super finde. Und ich glaube so, das sind, glaube ich, die drei, die ich tatsächlich am häufigsten nachkaufe. Ich glaube, bei Soft Blanket, da habe ich einen Verschleiß im Monat von im Jahr von 6, 7, 8 Tarts. Und das können in etwa hinkommen. Also da lohnt sich vielleicht tatsächlich mein Glas. Der ist wirklich toll. Und die anderen, ich habe mir jetzt auch vom Black Coconut im Grunde das Glas gegönnt, weil das eben auch einer meiner Lieblingsdüfte ist und ich mir da jetzt mal die Tarts spare. Wobei, wenn man nur einen kurzen Abend hat, macht man sich trotzdem einen Tart an. Aber gut, das ist nochmal was anderes. Nenne deine drei meistgehassten Düfte von Yankee Candle. Und das finde ich tatsächlich super schwierig, weil ich auch tatsächlich diese sehr schnell aussortiere und mich gar nicht mehr dran erinnere, was ich vielleicht vor 3 Jahren eklig fand. Ganz aktuell mag ich die Rosinenschnecke überhaupt nicht, also mit der komme ich überhaupt nicht zurecht. Hatte mir da sogar, glaube ich, 2 Tarts von gekauft und habe die weitergegeben, weil ich diesen extremen Zimt-Rosinenduft überhaupt nicht riechen konnte in meiner Wohnung. Ich mag auch keine zu starken Zitrusdüfte. Das riecht mir zu schnell nach Klostein für meinen Geschmack. Und ja, man könnte das im Bad und im Klo natürlich abduften, aber das ist für mich einfach Verschwendung, weil ich mag auch nicht in den Raum kommen und Kopfschmerzen bekommen. Und ich bin tatsächlich auch nicht der große Blumenfan, wenn es zu sehr nach Blume duftet, weil ich halt sehr oft den echten Blumengeruch liebe und ich finde, an echte Blumen kommen nur die wenigsten Düfte ran.
Und ja, das ist dann manchmal auch schwierig. Also jetzt ohne irgendwie Namen in diesem Bezug zu nennen, da sind wirklich immer die Düfte, um die ich ein bisschen den größeren Bogen mache. Was ich jetzt aktuell zum Beispiel auch kalt duftend nicht sehr mochte, war dieser Wild Mint, der für mich einfach nur nach Kaugummi roch, zumindest kalt, wer weiß, ob er warm anders ist. Den fand ich tatsächlich auch nicht so angenehm. Auch der Viva Havana war ein absoluter Flop. Ich mochte auch Mulberry Fig. Nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Den hatte ich jetzt letztens an. Er war irgendwie nicht so, wie ich es mir dachte. Aber hassen ist da gleich so ein schweres Wort. Das würde ich jetzt nicht sagen. Er wird auch bei mir abgebrannt und aufgebraucht. Aber ja, jetzt kein Duft, den ich wahrscheinlich mehr nachkaufen würde. Aber ja, manchmal ändern sich auch Geschmäcker, also das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Mischst du gerne Tarts? Falls ja, was ist dein Lieblingsmix? Und da muss ich sagen, nein, das habe ich bisher tatsächlich noch nicht gemacht. Ich sehe das immer mal wieder, gerade auch auf Instagram, da gibt es ja auch diese besonderen Duftlampen von Yankee Candle, wo man eben ja im Grunde zwei Düfte oben einpackt, zwei Kerzen und die dann natürlich sich im Grunde mixen. Ich kenne auch ein paar Leute, die das mitten in der Duftlampe machen, also zwei Vierteltarts hineinpacken oder dann eben auch zwei Housewarmer nebeneinander anzünden. Ich selbst habe das noch nicht probiert, finde das aber mega spannend und denke, dass man da vielleicht einen Duft, der ein bisschen weniger nach dem riecht, was man sich vorstellt und dass man den dann ein bisschen unterstützen kann. Und ich denke mal, das kann man auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Wie oft kaufst du dir Yankee Candles und wo? Also ich habe ich vorhin schon gesagt, so 3-4 Mal im Jahr gebe ich Bestellungen auf, meistens im Internet. Ich habe da unterschiedlichste Seiten. Ich habe jetzt zum Beispiel ja die 3-für-2 Aktion gab es bei Candle Lovers zum Beispiel zu bestellen. Ich habe aber auch schon viel bei Candle Dream bestellt. Ich bestelle Tarts auch sehr oft bei Amazon. Einfach preislich und die haben eben auch oftmals was, was es theoretisch irgendwie gerade nicht in anderen Online-Shops gibt. Und die haben eben auch manchmal wirklich sehr tolle Angebote und wo man dann eben auch ein Tart manchmal für 1,40 Euro bekommt anstelle 2,20 Euro. Bei uns hier gibt es Yankee Candle leider aktuell nur noch in der Thalia und da auch nur noch in sehr ja, begrenztem Sortiment, muss man leider sagen. Es gab Yankee Candles auch noch eine Zeit lang in der Müller Drogerie. Da war eine größere Auswahl, die haben sie aber leider aus mir nicht ersichtlichen Gründen, weil da waren Düfte theoretisch auch oft genug ausverkauft. Ja, die gibt es nicht mehr. Ansonsten gibt es bei uns in der Region, ich denke so nicht mal ganz eine Stunde entfernt in Bayreuth, auch einen relativ großen Yankee Candle Shop, in dem ich schon war. Und ich war auch schon in Nürnberg, in dem Karstadt. Da gibt es auch Yankee Candle. Und das ist natürlich schön, wenn man daran duften kann und schnuppern kann und die dann mitnimmt. Das war jetzt auch in Berlin super schön. Und ja, das muss man einfach nutzen, weil so blind einen Duft kaufen, finde ich schon immer schwierig. Probiert man natürlich immer wieder und man hat ja auch sehr oft Glück, aber man hat natürlich da auch Düfte, wo man denkt, hätte ich mir wahrscheinlich nicht gekauft, wenn ich vorher dran geschnuppert hätte. 13. Wie oft brennen bei dir Yankee Candles? Ja, also theoretisch fast wirklich täglich. Wenn ich zu Hause bin, wird bei mir ein Yankee Candle angemacht, im Bad gefühlt, glaube ich, wirklich jeden Tag. Da gibt es eigentlich keinen, wo ich nicht einen schönen Duft einbauen möchte. Im Wohnzimmer gefühlt, also mindestens auch 5-mal die Woche in der Küche, immer wenn groß gekocht wird sozusagen und halt auch, wenn man einfach so eine Atmosphäre möchte und ja, also wirklich fast täglich. Und ja, ich mag das auch wirklich sehr, wenn die Wohnung danach duftet und man so eine angenehme Wärme auch in die Räume bringt. Ja, mag ich ganz gerne. Und was bzw. welchen Duft hast du gerade brennen? Also ich hatte gestern einen Schokoladentrüffel-Duft-Tart brennen. Ja, heute brennt noch nichts. Aber der war sehr lecker. Also der hat wirklich nach absolut leckerer Schokolade gerochen, als wenn man sich gerade einen Marmor-Schokoladenkuchen irgendwie gebacken hätte. Und den fand ich wirklich super, super lecker. Da hat auch wirklich das Vierteltart gereicht, um gefühlt die ganze Wohnung auszubrennen. Super leckerer Duft und hat mir unglaublich gut gefallen. Benutzt du neben Yankee Candle auch noch andere Duftkerzen und wenn ja, welche? Also tatsächlich eher nicht, weil ich es unglaublich schwierig finde, mich ja schon bei Yankee Candle zu entscheiden. Und wenn ich mir jetzt noch andere Marken angucken würde und mich da ja im Grunde auch noch ja,
dazu hinwende, da hätte ich das Gefühl, ich komme da gar nicht mehr raus. Und ich würde es auch, glaube ich, alles dann gar nicht mehr schaffen, irgendwie mal aufzubrauchen oder ja, Favoriten dann auch noch brennen zu lassen, weil man ja immer wieder etwas Neues hat. Dementsprechend halte ich mich da tatsächlich fern. Ich habe aber, ich glaube, mal im Berliner Shop habe ich mal noch diese Eckentat sozusagen gekauft, wo 8 Stückchen, glaube ich, drin sind. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche Marke das war. Und ich habe von Susan auch mal so was Rundes geschenkt bekommen, was so wie eine Torte dann aussieht, wenn sie angeschnitten ist. Ja, mit so einem Kaffeeduft. Ich probiere das gerne aus und ich finde auch, dass gerade diese beiden auch sehr lecker riechen und man da tatsächlich sagen kann, man könnte noch mal was anderes ausprobieren. Aber ich bleibe, glaube ich, tatsächlich Yankee Candle trotzdem zu 99% treu, weil auch das, ja, diese Auswahl mich einfach so erschlägt und auch erschlagen würde, wenn ich mich da jetzt beschäftigen würde. Und dann im Endeffekt habe ich manchmal das Gefühl, es ist ja trotzdem alles auch nur ein Duft und manche riechen dann wahrscheinlich auch einfach ähnlich. Und ja, dass man da nichts doppelt, dreifach oder so. Also ich bleibe Yankee Candle treu. Ich benutze auch sonst keine anderen Kerzen, Duftkerzen irgendeiner Art. Einfach auch aus dem Grund, weil ich ja seltenst Kerzen tatsächlich auch anmache und wirklich meistens die Tarts nutze. Hast du vor Yankee Candle schon Duftkerzen benutzt? Wenn ja, wie lange und welche? Also ich habe vor Yankee Candle natürlich so klassische Duftkerzen verwendet, die es halt gab, die halt dann irgendwie nach Zimt gerochen haben, nach Weihnachten gerochen haben, nach Orange. Man kennt die klassische Vanillekerze oder natürlich auch die Anti-Rauchkerze oder Zitronenkerze dann für draußen auf dem Balkon. Sowas hatte man natürlich immer ein bisschen an. Ich fand immer da die Teelichter auch sehr praktisch, die man sich dann im Grunde angemacht hat und ja, die hat man benutzt, sind für mich aber nicht vergleichbar mit den Tarts. Bei mir sind dann schon relativ früh auch ja, Duftöle einfach eingezogen, die man dann eben mit Wasser gemixt in die Duftlampe getan hat. Also das war schon immer eher meins, wo ich sage, diese ätherischen Düfte waren einfach viel intensiver als das, was in den Kerzen drin war. Und ja, das hat natürlich schon viel früher gebrannt. Also das, ja, man hatte ja dann noch so Räucherstäbchen früher, also was es da alles gab. Aber kein Vergleich und auch von der Qualität her kann ich, ne, bin ich da ein absolutes Yankee Candle-Mädchen und ja. Wie viele Tarts, Gläser etc. besitzt du von Yankee Candle? Also das ist bei den Gläsern sehr einfach. Ich habe 3 große Gläser. Ja, das lässt sich sehr leicht noch zählen. Bei den Tarts wird schon etwas schwieriger. Ich habe die in diesen Boxen drin, die es bei IKEA gibt. Und ich habe aktuell 2 Boxen, schon relativ übervoll. Das sind ja, glaube ich, 12 Fächer. Ja, 12 Fächer oder sind es? Ja, 12 Fächer pro Box, also 24 Fächer und so circa 2 pro, also ich würde mal sagen so um die 40 Tarts. Also nicht mehr volle Tarts, sondern natürlich auch schon angebrannte Tarts. Aber ich würde so sagen, so 40 Tarts sind es wohl. Wobei natürlich manche Tarts liegen auch in der gleichen Duftrichtung doppelt. Ich weiß nicht, wie man das jetzt zählen möchte, aber es wird Zeit, dass da noch eine dritte Box kommt, damit ich da wieder ein bisschen Luft hineinbekomme. Aktuell habe ich tatsächlich eher mehr Auswahl an Düften als an Backups. Also das variiert bei mir auch oftmals. Ich habe da manchmal wirklich so 5 Düfte, wo ich 2, 3 Backups habe. Dann passt das natürlich wieder von der Box her. Und ja, diesmal habe ich aber tatsächlich mehr Düfte, um mehr unterschiedliche Düfte wahrzunehmen. Und ja, dann braucht man natürlich auch ein bisschen Platz. Nimmst du Kerzen mit in den Urlaub? Nein. Also das würde mir nie einfallen, in meinen Urlaub irgendwelche Tarts oder so mitzunehmen. Also das... nein, also ich, wenn irgendwo hinreise, dann will ich die Meeresluft genießen, ich will den Sandduft genießen, ich will diese fremden Düfte, wenn es vielleicht in der Umgebung irgendwo nach Essen riecht und keine Ahnung. Also ich will da nicht, dass da irgendwas nach Kerzen duftet. Also ganz im Gegenteil, ich würde lieber Düfte dann mitnehmen, die nach diesem Urlaub riechen, die vielleicht nach Sonnencreme riechen oder irgendwie sowas, ne? Gibt's ja alles. Also von daher, ich würde nie Kerzen mitnehmen. Also man könnte über Tarts vielleicht noch nachdenken, müsste dann aber natürlich eine Duftlampe mitnehmen und ich glaube, das hält man auch mal 2, 3 Wochen im Jahr ohne Tarts aus und ohne Düfte aus und also ich brauche das absolut nicht.
Und die letzte Frage, was sagt deine Familie, deine Freunde zu deiner Leidenschaft der Duftkerzen? Also ich habe viele Freunde, Freundinnen, die auch Yankee Candle mitverrückt sind. Vielleicht nicht so in dem Ausmaße tatsächlich wie ich, die aber durchaus eben auch 4, 5 Lieblingsdüfte haben, die sie immer mitbestellen, nachbestellen, wenn wir in die Thalia gehen, da jederzeit dann im Grunde auch miteinander da ein bisschen rumschnuppern, wo wir uns auch gegenseitig mal was empfehlen. Das hat man auf jeden Fall. In meiner Familie ist es ein bisschen unterschiedlich. Bei meiner Mama sorgen Duftkerzen leider sehr oft für Kopfschmerzen. Dementsprechend brennt bei meiner Mama nichts. Und auch wenn ich weiß, dass meine Mama länger zu mir kommt zum Beispiel, dann habe ich eben auch keine Kerze in irgendeiner Art und Weise an. Einfach, dann, man möchte ja nicht, dass jemand hier Kopfschmerzen bekommt. Na, also da ist es einfach so eher dieser Faktor. Ansonsten interessiert das gefühlt ja keinen. Viele kommen halt und sagen, oh, nach was duftet es hier? Oder wenn man gerade so einen leckeren Kuchentat anhatte, oh Gott, was hast du hier gebacken? Nach was duftet das? Und super lecker. Und ja, das ist es tatsächlich. Also ich glaube, dass viele einfach wissen, dass es bei mir nach sowas riechen kann und das dann auch ganz angenehm finden und gerade Freundinnen natürlich selbst duften und wissen, nach was es dann hier riecht und ja, da gibt es keinen, der irgendwie das merkwürdig findet oder so. Also ich finde auch tatsächlich, es gibt merkwürdigere Dinge, als wenn jemand Yankee Candle anzündet und ja, solange es uns Spaß macht und solange es gut riecht und meinen Katzen nicht irgendwie schlecht tut, ne, da finde ich, ist überhaupt nichts dabei und jeder soll ja grundsätzlich sowieso machen, was er möchte. Ja, und das war jetzt auch schon der Yankee Candle Tag. Ihr dürft euch natürlich alle getaggt fühlen, wie ihr Lust habt mitzumachen. Paddy hat ja schon ganz viele getaggt und ja, wer noch Lust hat, wer den Tag noch nicht gekannt hat, kann natürlich jederzeit gerne mitmachen. Vielleicht mögt ihr, die keine Videos drehen, vielleicht auch einfach so ein paar Fragen in den Kommentaren beantworten. Gerade die Lieblingsdüfte, Hassdüfte, solche Dinge finde ich immer spannend. Da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Und ja, danke natürlich nochmal Paddy fürs Taggen. Schaut gerne auch bei ihrem Kanal und ihrem Video rein. Ich packe es natürlich unten in die Infobox. Danke euch natürlich nun fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.